Mir zugeschaltet ist Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU. Guten Morgen, Herr Hart. Guten Morgen. Herr Hart, was nehmen Sie mit aus der Rede Trumps von gestern Abend? Diese 90 Minuten Rede Trump und auch die Rede des Vizepräsidentenkandidaten, des Running Mate Vance, zeigt, dass im Grunde der Kurs Donald Trumps unverändert bleibt. Alles Schlechte, was auf Amerika einstürzt von außen, kommt von außen. Der amerikanische Bürger ist nicht dran schuld, sondern er wird um die Früchte seiner Arbeit gebracht, entweder von den demokratischen Eliten an der Ostküste oder aber durch die Europäer, durch die Chinesen, durch die Flüchtlinge, die über die Grenze von Mexiko Richtung Amerika kommen. Also alles Schlechte kommt von außen und das ist ein süßes Gift, das in der Wahl vor 8 Jahren verfangen hat und auch bei dieser Präsidentenwahl und Parlamentswahl im November wieder verfangen könnte, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner eben einfach diese Legende glauben, obwohl er ja konkrete Vorschläge, wie er den Krieg in der Ukraine beenden will, wie er Steuersenkungen finanzieren will und so fort, gar nicht unterbreitet. Aber das erwartet sein Publikum auch nicht von ihm. So kennen wir das aus den vergangenen 8 Jahren. Wo stehen wir denn dann heute, wenn Sie sagen, die Leute könnten ihm das glauben? Wo stehen wir heute nach dem Attentat, nach einer Woche Parteitag, nach einem schwächelnden Präsidenten Biden? Wird Donald Trump der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? Also es gibt eine große Geschlossenheit der Republikanischen Partei hinter diesem Präsidenten. Mit der Benennung des Vizepräsidentenkandidaten Vance ist auch klar, es gibt kein Zurück zur Republikanischen Partei, wie das unter Ronald Reagan zum Beispiel der Fall war, wo wir ja sehr gut als Europäer zusammengearbeitet haben. Transatlantisch, sicherheitspolitisch, auch was den freien Welthandel angeht. Diese Zeiten einer solchen Republikanischen Partei sind vorbei. Da müssen wir im Zweifel auf die Demokraten setzen als Europäer. Aber ich glaube, diese Geschlossenheit, die die Republikaner gezeigt haben, die müssen die Demokraten erst noch erzeugen im Blick auf den Parteitag Mitte August in Chicago. Und ich fürchte, dass wir in den nächsten Tagen noch viele Diskussionen erleben werden um den Präsidentschaftskandidaten, um die Frage, ob er wieder antritt. Und das bleibt total spannend. Dann bleiben wir mal bei Präsident Biden. Wäre denn jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, er ist gerade an Covid-19 erkrankt, um gesichtswahrend sozusagen sich zurückzuziehen aus dem Wahlkampf? Also wenn es einen Zeitpunkt gibt, eine solche Entscheidung jetzt zu treffen bei den Demokraten, sicherlich nach dieser republikanischen Convention, denn sonst wäre das ja das Hauptthema gewesen und Angriffsfläche. Ich glaube nur, dass in dem Augenblick, wo Joe Biden sagt, er steht nicht wieder als Kandidat für die Wahl zur Verfügung, sofort die Diskussion losgeht. Kann dieser Präsident mit diesen gesundheitlichen Einschränkungen die nächsten 6 Monate, das nächste halbe Jahr ein guter Präsident für Amerika sein? Er muss ja. Die Amtszeit geht bis zum 20. Januar, also ziemlich genau noch 6 Monate. Und dann würde sofort die Diskussion kommen, muss er nicht auch von dem Amt des Präsidenten zurücktreten? Und dann wäre automatisch Kamala Harris ja innerhalb von wenigen Stunden die Präsidentin der Vereinigten Staaten von Amerika. Und dann glaube ich nicht, dass die Demokraten jemand anderen gegen die amtierende Präsidentin als Kandidaten nominieren würden. Ich glaube, diese Kette, dass letztlich der Verzicht auf eine Wiederkandidatur von Biden auch sofort diese Frage aufwirft, die ich gerade beschrieben habe, nämlich kann er das Amt des Präsidenten noch ausfüllen, dass das der eigentliche Grund ist, warum im Augenblick noch gezögert wird. Und die Demokraten müssen entscheiden, entweder sie marschieren mit Joe Biden durch. Die Politik, die er vertritt, ist ja gut, die ist auch demokratisch, die ist auch weithin akzeptiert, die ist auch für uns Europäer ein guter Maßstab. Die Art und Weise, wie er sie vorträgt und wie er sein äußeres Erscheinungsbild und auch die Versprecher werfen natürlich Fragezeichen auf. Dann schauen wir mal nach Europa, vielmehr zunächst nach Deutschland. Bereitet sich die aktuelle Bundesregierung ausreichend auf eine potenzielle zweite Amtszeit von Donald Trump vor, aus Ihrer Sicht? Wir haben in der ersten Amtszeit Donald Trump erlebt, dass er offen ist für Deals, so wie er das nennt, also für Situationen, wo aus Europa, aus Deutschland, aus Europa Angebote an Amerika kommen, die für beide Seiten vorteilhaft sind. Wir hatten die großen Herausforderungen bezüglich der drohenden Strafzölle für die Automobilindustrie. Das hätte uns Deutsche ja massiv getroffen. Dann hat der EU-Kommissionspräsident, damals Jean-Claude Juncker, der Vorgänger von Ursula von der Leyen, im Rosengarten mit dem amerikanischen Präsidenten einen Deal gemacht. Es ging um den Import von Sojafuttermitteln nach Europa und dafür den Verzicht Amerikas auf solche Strafzölle.
Strafzölle für die Automobilindustrie. Und das hat funktioniert. Und beide Seiten sind zufrieden gewesen. Ich fordere die Regierung auf, sie soll bitteschön die 10 bis 20 Punkte identifizieren, wo unsere konkreten Gegenvorschläge auf den Tisch gelegt werden können, wo wir gegebenenfalls auch mit einer Regierung Trump solche Deals hinbekommen, um das Schlimmste für unseren Außenhandel zum Beispiel zu verhindern. Ich sehe nicht, dass die Bundesregierung daran arbeitet. Ich hoffe aber, dass sie es tut. Wenn sie es tun, sollte sie es vielleicht auch nicht auf offener Bühne tun, sondern im Verborgenen sich entsprechend vorbereiten. Jetzt zeichnet sich ab, dass die Trump-Administration, wie auch schon Biden, den Fokus wahrscheinlich immer ein bisschen weniger auf Europa legen wird, sondern vielleicht eher auf China und auf den indopazifischen Raum. Auf was muss sich Europa geopolitisch, aber auch sicherheitspolitisch einstellen? Also unabhängig davon, wer Präsident wird, gibt es ja in Amerika diese Grundhaltung, die auch im Parlament, im Kongress ja vermutlich weiter Fuß fassen wird. Deswegen müssen wir mehr tun für unsere eigene Verteidigung. Der aktuell vorgelegte Bundeshaushalt ist meines Erachtens unzureichend, was die Verteidigungsausgaben angeht. Wir müssen auch unsere Bereitschaft als Deutsche in Europa, in der NATO, anderen Nationen beizustehen und zu helfen, so wie wir das hier in Litauen tun, noch deutlicher unterstreichen. Und wir sollten unbedingt einen Blick auf China den Versuch wagen, mit den Amerikanern gemeinsam eine Strategie zu entwickeln. Denn wenn es einen großen Handelsstreit zwischen China und den USA gibt, wird Deutschland als der relativ größte Profiteur von Handelsbeziehungen zu China, wir haben einen enormen Anteil an Handel, nicht nur an Importen, sondern auch an Exporten an China, mit China, würde am meisten leiden. Deswegen glaube ich, wäre es total wichtig, dass der deutsche Bundeskanzler, dass die neue Europäische Kommission auf Amerika zugeht und sagt, was können unsere gemeinsamen Vorstellungen und Forderungen gegenüber China sein, an denen China dann auch nicht vorbei kann, wenn wir zusammenstehen würden transatlantisch. Wenn wir uns auseinander dividieren lassen, wenn jeder sein Ding macht, dann haben die Chinesen im Zweifel leichtes Spiel, uns gegenseitig auszuspielen. Und das hat man unter der Regierung Biden versäumt, solche Leitplanken gemeinsam zu formulieren und einzuziehen. Und das würde unter einer Regierung Donald Trump meines Erachtens noch viel schwieriger werden. Jürgen Hart war das. Vielen Dank für das Gespräch. Auf Wiedersehen.